Oh, Backe, das geht ja. Trepp auf, Trepp ab. Echt jetzt? Ein Schloss, noch eine Tür. Noch Tür zum zur Stromversorgung. Sieh nur, Harvey, ein Schloss. Ich hasse diese Dinger. Ich hasse sie von ganzem Herzen. Komme ich denn hier am Rand irgendwo lang? Nein. Ich hasse die. Sesam, öffne dich. Nicht ohne Schlüssel. Hm. Das war wohl der falsche Spruch. Es ist an diesem Gitter befestigt. Da fehlt ein Schlüssel. Ein Generalschlüssel? Mist. Ich bin zu ungeschickt dafür. Ich fürchte, ohne Schlüssel komme ich hier nicht weiter. Aufmachen! Polizei! Mist. Klappt nicht, okay. Im Fenster können wir nichts machen. Na dann. Warte mal, ja, genau, mit den Fußnägeln. Verflucht! Wenn ich doch nur längere Fußnägel hätte. Aber ich Idiot knabber sie mir ja ständig wieder ab. Ich glaube, ein Beschwerdebrief wird mich hier nicht rausbringen. Aber du kannst doch die Kugelschreibermine nehmen und damit auf... Naja, bitte. Robustes Mistding. Eine Tür, Harvey. Machst du die auf? Sieh mal, Harvey. Noch eine Tür. Ich hasse sie alle. Was Dr. Marcel darin wohl versteckt. Sesam, öffne dich. Keine Reaktion. Das war wohl der falsche Spruch. Wenn es doch nur so einfach wäre. Die ist verschlossen. Ist das dann die Tür, die Dr. Marcel immer noch einmal in der Woche oder Monat, wie das so aufmacht? Oh, Backe. Film, Stuhl, Kontrollen, Tür. Da müssen wir hier jemanden gefühlt foltern, oder? Was hältst du davon, Harvey? Der würde mir wohl kaum stehen. Das Damoklesschwert unter den Kopfbedeckungen. Wie geht's der Familie, Helmfried? Ach, mein Cousin arbeitet auf dem Bau. Und mein Bruder ist bei der Armee. Nur ich häng hier rum. Manche Hüte kann ich einfach nicht tragen. Das funktioniert anders. Ich weiß nicht wie, aber so funktioniert es nicht. Hast du's denn ausprobiert, Edna? Was hältst du davon, Harvey? Das muss der Kapitänsstuhl sein. Na dann, Mr. Harvok, Energie. Energie. Der hat eine etwas beunruhigende Wirkung auf mich. Hast du noch einen letzten Wunsch, Django? Ich würde gerne nicht hingerichtet werden, wenn's geht. Nicht doch lieber ein paar Pokémon-Sammelkarten? Ich warte auf die Mobilvariante. Mit der kann man dann sicher auch MP3s abspielen. Das ist kein Möbel. Das ist der Dr. Marcelsche Gehirnverflüssiger. Was hältst du davon, Harvey? Das brauchen wir nicht. Wir haben auch so alles unter Kontrolle. Sieht kompliziert aus. Ich hätte gerne eine Cola, den Maximum Cheese ohne Gurke und einmal die Altölfritten. Altölfritten. Die sind fest montiert. Da bräuchte ich schon Hilfe von jemandem, der sich damit auskennt. Da wird es ja nicht so viele geben, leider. Was hältst du davon, Harvey? Hui, ein Hebel. Ob der die Feuerballfalle im zweiten Level deaktiviert? Nein, die Krokodilsfalle im dritten, neben der Fallgrube. Der bedient den elektrischen Stuhl. Aktivieren. Aktivieren! So funktioniert das offensichtlich nicht. Vielleicht brauche ich einen Fachmann. So funktioniert das. Das sollte ich lieber dem Fachmann überlassen. Okay, dürfen wir auch nichts machen. Na dann kommen wir wirklich nur noch die Treppe ab. Wer bist du denn? Hallo? Ein Yuppie. Geht noch weiter bergab. Sieh nur, Harvey. Ein Schloss. Ich hasse diese Dinger. Ich hasse sie von ganzem Herzen.
Sesam, öffne dich. Das war wohl der falsche Spruch. Ich hasse diese Dinger. Es ist an diesem Gitter befestigt. Da fehlt ein Schlüssel. Was mich aber stutzig macht, ist, dass das Schloss innen liegt und nicht draußen. Aber naja, gut. Jetzt halt noch weiter runter. Halt! Will ich mit dem Juppie reden? Hallo? Hallo? Er reagiert nicht. Er telefoniert. Hallo? Hallo? Nein, das könnte er missverstehen. Nein, das könnte er... Ein Gang, eine Sitzgruppe, ein Bild, eine Tür, das sieht nach einem Ausgang aus. Noch eine Pflanze, eine Pinnwand. Oh Gott, gehen wir mal hier hin. Eine Sitzgruppe. Was hältst du davon, Harvey? Hui, eine Herde Galapagos-Schildkröten. Woran erkennt man Galapagos-Schildkröten? Sie laufen nicht weg, wenn man wild mit den Armen rudert. Ich meine, sie laufen nicht weg, wenn man eine Standardgreifbewegung ausführt. Na, das will ich sehen. Hui, Galapagos-Schildkröten. Diese Stühle verursachen Wirbelsäulenschäden. Und weil sie sich so schlecht verkaufen, werden sie in Arztpraxen und öffentlichen Einrichtungen aufgestellt. Was hältst du davon, Harvey? Hui, eine Herde Galapagos-Schildkröten. Woran erkennt man Galapagos-Schildkröten? Sie laufen nicht weg, wenn man wild mit den Armen rudert. Vor allem, ich mach die Sitzgruppe. Sitzt es sich da bequem? Keine Antwort ist auch eine Antwort. In Lila hätte ich sie mitgenommen, aber so? Nee. Das ist weder der Ort noch die Zeit, um eine Pause einzulegen. Was hält... Ich sehe ein guter... Was hältst du davon, Harvey? Ich sehe den Kopf von Dr. Marcel auf einem Schaschlikspieß. Und ich sehe ein gut aussehendes Bugs Bunny-Double mit Hunger auf Schaschlik. Der Künstler hatte offenbar eine kranke Fantasie. Harre aus, kleines Mädchen auf dem Bild. Schon bald wirst du da rauskommen. Und dann wirst du sie zertrampeln. Alle wirst du zertrampeln. Sie sollen deine Wut zu spüren bekommen. Das Motiv gefällt mir nicht. Es erinnert mich irgendwie an ein kleines Mädchen im Bauch eines Walfisches. Ich erkenne darin ein kleines Mädchen im Bauch eines Walfisches. Du spinnst doch komplett. Das ist eine Kirsche. Eine Kirsche. Oh Gott, wo geht's denn hier noch überall hin? Guck mal, Harvey, da steht Willkommen. Dann muss dahinter die Freiheit sein. Denn in der Freiheit sind alle Menschen willkommen. Muss man sich die Schuhe abputzen, bevor man in die Freiheit geht? Nein, keine Angst. Die Freiheit hat diesen weißen Teppich, den jeder schmutzig machen darf. Oh Mann. Da steht Willkommen. Die Matte ist so rumgedreht, dass man es lesen kann, wenn man rausgeht. Ob das Sarkasmus sein soll? Oh. Auch dir ein herzliches Willkommen, Matti. Hast du die Fußmatte gerade Mattis genannt? Nein, nein, ich nannte sie Matti. Mattis? Wie dein Vater Mattis? Matti. Matti die Fußmatte. Es war nur... Hast du vielleicht den verdrängten Wunsch, dir die Füße an deinem Vater abzuputzen? Hey! Lass das, okay? Na, Harvey, lass das. Im wahren Leben liegen Schlüssel nicht unter den Fußmatten. Weißt du's? Nur zur Sicherheit. Wusste ich's doch. Nein, den Schmutz unter meinen Sohlen habe ich mir hart erarbeitet. Ich speichere mal sicherheitshalber noch hier, denn ich weiß gerade aktuell echt nicht, wo ich hier hinkomme sonst. Küche, okay. Gehen wir erstmal noch in den Keller. Was für Strom, Dr. Marcel, eine Treppe. Noch eine Tür. Noch eine Pinnwand. Guck mal, Harvey, eine Pinnwand. Yippie, meine Drittlieblingswände. Gleich nach Vorwänden und Einwänden. Nur der obligatorische Bringt eure Löffel zurück in die Mensa-Aushang.
Nur die Löffel? So funktioniert das nicht. Die Pinnwand ist ein Forum für das geschriebene Wort. Ich brauche keine Pinnwand. Ich will nichts veröffentlichen. Dann halt nicht. Alter Falter, was ist... Wäscheliftsystem. So, hier würde ich wahrscheinlich rauskommen. Sieh mal, Harvey. Wäsche. Sind das lustige Faschingskostüme? Nein, es sind diese unpersönlichen Krankenhausnachthemden. Dann lass uns weitersuchen. Nur noch mehr uninteressante Wäschesäcke. Hallo? Ist da jemand drin? Zu schwer. Zu groß. Zu langweilig. Selber drin verstecken. Das ist nur Schmutzwäsche. Was hältst du davon, Harvey? Ganz nett. Aber ich finde, es fehlen Loopings. Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Beam me up, Scotty. Hallo, Edna. Dein kleiner Freund da ist ja ganz schmutzig. Findest du? Gib ihn mir, damit ich ihn reinigen kann. Oh ja. Wie ein weißes Blatt Papier. Edna, nicht! Es ist eine Falle! Das sind ziemlich große Waschmaschinen. Nein, ich mag mein schmutziges Vokabular. Heute ist nicht Waschtag. Heute ist nicht... So. Könnten wir die Maschinen kaputt machen? Hallo, Edna. Dein Poloschläger könnte etwas mehr Glanz vertragen. Aber das Blut meiner Feinde muss doch an der Waffe kleben bleiben. Das bringt Glück. Nicht für die Feinde. Das ist ja scheißegal, deswegen sind's ja Feinde. Hallo, Edna. Willst du nicht deinen Stift reinigen? Ich weiß nicht. Warum sollte ich das wollen? Er ist ein Schmierfink. Ein schmutziger, dreckiger Schmierfink. Mir gefällt dein Tonfall nicht, Waschmaschine. Dir kommt nichts. Das klappt so nicht. Ui. Was funkelt denn da so nett? Geht den Scheißdreck ein. Muss mal sehen. Nein. Nein. Ach bitte, gib es mir. Gib es schon her. Pfui, aus! Böse Waschmaschine! Okay, na dann wieder raus. Hier können wir ja auch gerade nichts machen. Wir könnten aber die Treppe runtergehen. Den Karton dann vielleicht nehmen. Eine Tür, noch eine Tür. Manometer gibt's hier 4. Oh Gott, Bibliothek oder was ist das jetzt? Was hältst du davon, Harvey? Der Mond fällt auf die Erde? Unheimlich. Steht das da? Hier steht, der Mond fällt auf die Erde. Besorgniserregend. Ist das vielleicht ein Buch? Was heißt das? Der Mond fällt auf die Erde. Wer schreibt denn sowas? Gibt's da keine Anleitung zu? Oder Sekundärliteratur? Die will ich nicht mitnehmen. Hier steht nämlich, der Mond fällt auf die Erde. Und diese Botschaft kann gerne hier unten im Keller bleiben. Hier steht, der Mond fällt auf die Erde. Besorgniserregend. Eine Postkarte, die nehme ich auch mit, was oder? Was hältst du davon, Harvey? Reisen wir auch nach Vladwakistan? Bitte! Vielleicht, wenn wir hier endlich raus sind. Yippie! Ob du jemals so einfach rauskommen wirst, Edna? Wie ist das Wetter in Vladwakistan? Meteorologisch mehrdeutig. Was soll das denn heißen? Die ist nicht an mich adressiert. Postkarten sind eigentlich ziemlich nutzlos. Aber warte mal, wenn die nicht an dich adressiert ist... Wenn ich hier raus bin, schreibe ich Dr. Marcel eine Postkarte aus der Freiheit. Das würde auch nichts an der Botschaft ändern. Das muss der betreuende Arzt unterzeichnen. In meinem Fall ist das wohl Dr. Marcel. Ich bin allergisch gegen Papierkram. Sollst du nur lesen, nicht ausfüllen. Das ist eine Anmeldung zur Gruppentherapie. Ich brauche keine Therapie.
Ich bin in bester geistiger Verfassung. Hörst aber du, natürlich. Du Stück Papier? Ich bin in bester geistiger Verfassung. Okay, wir kriegen einfach das Papier mit. Jetzt habe ich aber bald keinen Platz mehr hier. Mit diesem Formular kann man sich zur Therapie anmelden. Allerdings fehlt die Unterschrift des betreuenden Psychologen. Eine kompakte Aktenkonsole für Hängeordner. Hallöle Konsole. Ich bin auf der Flucht und nicht beim Umzug. Eine Schublade. Wollen wir Aktensortieren spielen, Harvey? Oh, das haben wir früher oft gespielt. Aber ohne Alfred und ohne Rasenmäher macht das keinen Spaß. Mal sehen. Wieder nur Akten. Hey, das sieht brauchbar aus. Da ist ein Register mit den aktuellen Insassen. Daneben steht, wo ich die entsprechenden Krankenakten finden kann. Ein paar von den Namen kommen mir bekannt vor. Eigentlich finde ich ja nichts langweiliger als Akten. Aber in fremden Krankenakten zu schnüffeln ist so herrlich verboten. Also, dessen Krankengeschichte gucke ich mir an. Oh nee, der Mann mit dem Bienenkostüm, Adrian König Offenhalt, Drogelbecher, Peter, Hoti. Wir gehen mal alle durch. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name, der Mann mit dem Bienenkostüm. Erstes Haustier, ein schwarzes Pony. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als erstes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Oh, dann kommst du nicht mal automatisch zurück. Das soll eine Krankenakte sein? Ja. Ich zitiere. Name Adrian, König des Aufenthaltsraums. Erstes Haustier, eine rote Katze. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Bienenmann, als erstes, schwarzes Pony. König des Aufenthaltsraums ist der Adrian. Rote Katze, immer als zweites ausgewählt. Wie ich mir das merken kann, müsste man sich eigentlich aufschreiben. Wer ist ein Drogelbecher? Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Drogelbecher. Erstes Haustier, ein grüner Hund. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als drittes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Grüner Hund, okay. Das soll eine Krankenakte sein? Sagst du immer das Gleiche? Ich zitiere. Name? Peter. Erstes Haustier? Ein blauer Goldfisch. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als vorletztes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Oh Gott, das muss ich mir echt mal jetzt alles aufschreiben. Also... So, Biene, schwarzes Pony. Adrian, die Katze, Roggel, der grüne Hund. Wie hieß der jetzt? Auf jeden Fall eine blaue Goldfisch, ne? Peter. Und Hogi. Mal gucken, was er hat. Hoti. Das sind Infos, die wir vielleicht alle gebrauchen können. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Hoti. Erstes Haustier? Eine gelbe Ratte. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als letztes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Okidoki, haben wir. Also das
haufenweise Akten, aber die sieht halt echt merkwürdig aus, ne? Will ich das Comic-Heft eigentlich reinpacken? Was hältst du davon, Harvey? Langweilig. Ist doch scheißegal. Sind das alles Krankenakten? Die ganze Welt muss verrückt geworden sein. Oder auch nicht. Hey, Party-People! Was geht im Bürokratenstaat? Die Akten sind nicht gerade Entertainer. Da müsste ich schon wissen, wonach ich suche. Vielleicht nach den einzigen blauen, lila Aktenordner, den es hier gibt. Verdammte Scheiße. Hier kriegst du. Da, bitteschön, rein damit. Captain Unbrauchbar braucht keine Akten oder anderen Papierkram. Außer die Tankstellenbons fürs Honkmobil. Die kann er von der Steuer absetzen. Und ein Lichtschalter. Ich glaube nicht, dass ich dafür erst einen Antrag stellen muss. Schau mal, Harvey, ein Lichtschalter. Vorsicht, es könnte eine Falle sein. Ich kann mich irren, aber ich glaube, der kontrolliert die Neonlampen. Alter Schalter, bist du krass. Das ist keine Fernbedienung, sondern ein Lichtschalter. Mit Kabel und so. Oha, ganz schön finster. Schade, und es leuchtet auch weiter hier nichts. Okay, gehen wir wieder raus. Ist das jetzt ein Ausgang oder nicht? Ein Graffiti! Edna, versteck dich! Es ist Dr. Marcel! Beruhige dich, Harv. Es ist nur ein Abbild. Sehr gelungen. Hallo, Dr. Marcel? Sind Sie das? Es wirkt so lebensnah. So lebendig. Eine Augenweide. Hm. Oh Gott, es geht ja mal weiter hier. Wir können nach unten. Oh Gott. Was hältst du davon, Harvey? Den brauchen wir nicht. Ich habe auch so alles unter Kontrolle. Meinst du? Na klar, vertrau mir. Ich vertrau dir nicht. Damit kommen nur ausgebildete Heizungstechniker zurecht. Findest du das gut, einfach so andere zu kontrollieren? Ich verachte dich, Wartungskontrollschränkchen. Ich kann auf noch mehr Kontrolle von außen verzichten. Damit kommen nur ausgebildete Heizungstechniker. Ein Gitter, kann ich das aufschrauben? Niemals! Harvey ist mein bester Freund. Ein richtiges Inferno. Satan? Beelzebub? Mephistopheles? Ist denn niemand daheim? Lucifer! Das lässt sich nicht abmontieren. Wir könnten was verbrennen. Niemals! Harvey ist mein bester Freund. Ein Hier, rein damit. Oh ja, lass uns mit dem kaputten Stuhlbein zündeln. Meinst du? Na klar, es ist doch sowieso schon kaputt. Und sieh doch, wie traurig der Ofen guckt. Hilfe, Hilfe, gib mir was zu essen. Du hast recht. What the fuck? So kriegt man also Zeug weg hier. Das klappt so nicht. Comic-Heft? In diesem Bild fängt Captain Unbrauchbars Cape Feuer. Oh ja, lass uns mit dem Poloschläger zündeln. Nein, Harvey. Der ist viel zu nützlich, um jetzt als Feuerholz zu enden. Och, Menno. Aber hey, wir könnten einen Gegenstand entsorgen. Ich speichere mal schon mal sicherheitshalber. Wir haben noch ein Manometer. Guck mal, Harvey. Damit misst man den Druck im Kessel. Das brauchen wir nicht. Ich weiß, dass ich immer unter Dampf stehe. Da ist ordentlich Druck auf dem Kessel. Heiz die Kessel! Ei, ei, Ma'am! Schade, das lässt sich nicht abbrechen. So eines hätte ich nur allzu gerne gehabt. Aber wozu denn? Da ist ordentlich...
Warte mal, aber nicht abbrechen, aber abschlagen. Noch immer über Druck. Schnell, lass uns irgendwas umkloppen. Schnell. Wird er dann Stimmt, wieder trocken? Der taugt nur noch als Futter für die Flammen. Nicht einmal die Flammen wollen ihn. Wie, habe ich den zurückgekriegt? Nee, habe ich nicht. Okay. Hier wurde doch gegraben. Mit Löffeln, okay. Was hältst du von diesen Löffeln, Harvey? Meine sind größer und weniger verbogen. Hier sieht's aus, wie bei Uri Geller unterm Sofa. Wer hat euch das angetan? Diese Löffel gehen nirgendwo mehr hin. Sie sind aufgefahren zu ihren Ahnen. Es sind Ex-Löffel. Diese Löffel sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Erinnert dich dieses Loch an etwas, Harvey? Ja, es hat in etwa die Form deines Gedächtnisses. Lochförmig halt. Es ist sehr dunkel da unten. Hat sich da gerade etwas bewegt? Hallo? Hallo? Jemand zu Hause? Wer bist du denn? Ja? Was gibt es? Wer bist du denn? Wer bist du denn? Mein Name ist Almelio Sanchez di Mubelfrup. Aber die Leute nennen mich meistens Allmächtiger Herrscher. Darf ich dich auch kurz Almo nennen? Wenn dir das lieber ist. Und du bist? Nenn mich Edna. Ist das auch eine Abkürzung? Es steht für ein Dorftrottel namens Almelio. Kapiere ich nicht. Was treibst du denn da unten? Wonach sieht das denn aus? Ich grabe einen Tunnel in die Freiheit. Leider bin ich auf eine Schicht aus harter Tonerde gestoßen. Ohne passendes Werkzeug komme ich da nicht weiter. Was brauchst du denn für passendes Werkzeug? Mir sind die Löffel ausgegangen. Du hast nicht zufällig einen Löffel dabei, oder? Und? Wie geht's voran? Um ehrlich zu sein, miserabel. Ich bin auf eine Sicht aus Hatte ohne passendes Weg und mir ist nicht so. Glaubst du nicht, dass es einen besseren Weg hier raus gibt? Vergiss es! Die Vordertür ist gut bewacht. Die Hintertür ist stets verriegelt. Den einzigen Schlüssel hat ein Wächter namens Blase. Und der ist sturer als ein Walfisch. Aber selbst wenn du ihm den Schlüssel abluchsen kannst, was ich nicht glaube, musst du dann immer noch die Mauer oder das Haupttor überwinden. Glaub mir, ein Tunnel ist der schnellste Weg. Viel Glück, ich suche einen anderen Weg. Du wirst keinen finden. Das weißt du nicht. Gut, dann geht's wieder nach oben.